Ja, hallo, Michael Kotzo, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute Geld verdienen als Reseller. Und das ist natürlich eine tolle Anleitung. Eine Anleitung für Anfänger und beziehungsweise Reseller ist auch eine tolle Idee eigentlich, mit wenig Startkapital ein Business aufzubauen und so die Grundlagen zu lernen des Business. Ich kaufe etwas ein, ich verkaufe es teurer. Ich habe auch meinen Ladenhüter und. Und wir haben hier 15 Ideen für dein Produkt und das ist auch cool. Schauen wir einfach mal. 108 Aufrufe, dein Geldkanal ist das. Und ich denke einfach mal, komm, ich lasse einfach mal ein Abo da und ich betätige auch mal die Glocke. Und natürlich auch bei mir natürlich auch gerne Abo dalassen. So, Support ist kein Mord. Darf man einfach mal ein Abo dalassen. Und wir fangen jetzt nochmal ganz von vorne an. So. Ob eBay Flipping, Dropshipping oder Arbitragehandel. Reselling bietet dir großartige Möglichkeiten, viel Geld zu verdienen. Welche Produkte dafür geeignet sind, wie du dein Produkt findest und wie du dieses mit Gewinn verkaufen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Bleib dran. Willkommen zurück. Wenn du mehr Lust auf Geld verdienen, Geld sparen oder Geld investieren hast, dann lass mir gerne ein Like und ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Neue Videos erscheinen immer sonntags. Abonniere jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke. Und jetzt zeige ich dir, wie du ein schönes Bildchen hat er auf jeden Fall schon mal. Ja, wenn der Content genauso gut ist wie die Bildchen. Erfolgreicher Reseller wirst. Viel Spaß. Was erwartet dich in diesem Video? Zuerst schauen wir uns an, ob sich Reselling 2021 überhaupt noch lohnt. Spoiler? Ja. Danach zeige ich dir, was Reselling bedeutet und welche Vorteile es dir bringt. Dann das Wichtigste. Wie und wo findest du das optimale Produkt? Am Ende empfehle ich dir noch 15 Produkte, die du verkaufen kannst, bevor ich dir zeige, wie eine optimale Reseller-Tagesroutine aussieht. Los geht's. Lohnt sich Reselling 2021 überhaupt noch? Fragt nicht immer sowas, ne? Lohnt sich Affiliate Marketing 2021 noch? Nee, das war so genau bis 28.12.2020 war es noch okay. Und dann aber 3. Januar war tot. Nein, natürlich nicht. Und solange auch Produkte, irgendwelche Menschen Produkte kaufen und man kann irgendwie dann halt da einen Handel zwischen machen und so, ja. So, immer diese Fragen, ich verstehe es nicht. Also, es kommt natürlich auf die Produkte drauf an, ne? Also, ich finde zum Beispiel, welchen Nische ich geil finde, ist natürlich so Luxushandtaschen, Louis Vuitton-Handtaschen und so gebrauchte Sachen auch. Finde ich auch sehr geil, weil man sie günstig einkaufen kann, unter Umständen aufbereiten kann und dann halt so ein richtig High-Price-Store mit tollen gebrauchten Taschen und so. Für Leute, die sich auch die Neuware nicht leisten können. Und so. Also es gibt da so viele Nischen auch. Aber ich schätze mal, wir gehen hier eher in die Neuware rein. Okay. Viele fragen sich, ob sich Reselling überhaupt noch lohnt. Diese Leute wollen einfach etwas ausprobieren, das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, hören sie direkt auf und sagen, es liegt daran, dass dieses Geschäftsmodell längst tot ist. Ein großer Fehler. Der einzige Grund, warum sie nicht erfolgreich sind, ist, dass sie nicht hart genug arbeiten. Ich verspreche dir, wenn du hart genug arbeitest, kannst du mit den folgenden Tipps eine Menge Geld verdienen. Was? Okay, Fleiß auf jeden Fall dabei. Also ich sehe das immer im Online-Business. Die Leute hören einfach viel zu früh auf. Das ist echt ein Problem. Bedeutet eigentlich Reselling? Als Reseller nutzt du eine wichtige Geschäftsstrategie, die Arbitrage. Arbitrage wird nicht nur an der Börse erfolgreich genutzt, sondern auch im Handel. Arbitrage ist das strategische Ausnutzen von Preisunterschieden. Was ist damit gemeint? Arbitrage basiert darauf, dass ein und dasselbe Produkt auf zwei Märkten zu unterschiedlichen Preisen gehandelt wird. Ein einfaches Beispiel. Du kaufst bei deinem Händler ein Kilo Äpfel für 2 Euro. Gleichzeitig kennst du einen Markt, auf dem du das Kilo Äpfel für 4 Euro weiterverkaufen kannst. Kaufst du jetzt eine größere Menge Äpfel für jeweils 2 Euro das Kilo? Naja, ich würde es ja eher dann halt beim Großhandel kaufen auf Dauer. Und ganz ehrlich, ich würde dann morgens zum Großmarkt fahren. Ich meine, als Kind war ich immer auf dem Großmarkt und so in den Sommerferien und so. Mein Vater hat dann Obst dran. Und dann würde ich ja ein paar Kisten Äpfel kaufen, weil ich dann auch eine größere Marge habe. Und ich würde das dann nicht beim anderen Händler kaufen für 2 Euro, sondern ich würde das dann halt für 80 Cent kaufen, das Kilo, weil ich halt ein paar Kisten kaufe. Vielleicht bin ich dann irgendwann mal so ein Experte im Bereich
Äpfel in den oder Obst und Gemüse, dass ich dann irgendwann mal palettenweise kaufe und zahle dann keine 80 Cent mehr, sondern halt 75 Cent oder so. Das macht sich bezahlt. 5 Cent, du wirst sagen 5 Cent, aber bei Hunderten Kilo oder bei der Tonne oder so ist es ruckzuck auch mal eine gute Marge. Ja, also, aber nur als Beispiel, ne? Ich würde irgendwann mal gucken, hey, kann ich das wirklich im Großhandel kaufen oder. Und da gibt es auch ganz viele Strategien. Ich bin morgens da und kaufe die frischeste Ware ein. Oder ich komme als letztes und kaufe den Rest auf oder so. Ja, sieht man oft diese Obsthändler auf Flohmärkten oder so. Die kaufen meistens Sachen, die dann halt, die sind ja nicht schlecht oder so, aber die sind dann halt meistens dann, irgendein Großhändler hatte ein paar Paletten zu viel und sagt, hey, bevor ich die morgen oder übermorgen wegschmeißen muss oder sowieso billiger abgeben, weil dann halt die Weintrauben, Erdbeeren oder so, gerade diese Sachen, ja, dann nicht schöner werden auf jeden Fall, kaufen dann halt auch so Händler das und verkaufen es auf Großmarkt. Also vom Großmarkt auf Trödelmärkten oder sowas. Oder Stadtfesten oder so. Ja, also das sind so die ganzen groben Unterschiede. Und ja, als kleiner Bub, ja, ich war immer auf dem Großmarkt in Duisburg zum Beispiel. Und dann gab es dann um 6 Uhr schon ein Brötchen mit Thunfisch oder sowas. Oder mit Käse und so. Ach ja, das waren Zeiten. Und verkaufst diese dann für 4 Euro weiter, dann hast du ein Arbitragegeschäft durchgeführt. Deine Aufgabe besteht also darin, Preisunterschiede zu entdecken und diese geschickt auszunutzen. Somit verdienst du als Reseller Geld, indem du Produkte oder Dienstleistungen möglichst günstig einkaufst und diese dann teurer mit Gewinn weiterverkaufst. Als Reseller bist du also ganz klassisch ein Händler. Welche Vorteile bietet dir Reselling? Zunächst mal hast du damit einen sehr einfachen Einstieg. Außerdem eine Möglichkeit für dich, in die Selbstständigkeit zu gehen. Du kannst bequem von zu Hause aus arbeiten und machst eine hundertprozentig legale und seriöse Tätigkeit. Du kannst als Nebentätigkeit damit starten und dich auf Vollzeit hocharbeiten. Jetzt pass gut auf. Was sind die Kriterien für dein perfektes Reselling-Produkt? Die folgenden Kriterien sollen dir helfen, ein geeignetes Produkt zu finden, aber auch um Produkte auszuschließen, die sich nicht zum Reselling eignen. Das Produkt sollte gut lagerbar sein und einfach zu versenden. Okay, da sind wir schon mal bei den Äpfeln nicht ganz so gut, weil wenn du die Äpfel heute kaufst und willst sie dann halt im halben Jahr verkaufen, funktioniert nicht so gut. Ein Computerspiel, ja, schon eher. Natürlich, wenn es wirklich ein aktuelles Ding ist, ja, könnte natürlich sein, dass es dann irgendwann mal nach einem halben Jahr irgendwo anders noch billiger im Angebot ist oder so. Oder. Also ist das Produkt auch aktuell und ja, muss man das schnell, zum Beispiel, weil das Cyberpunk oder sowas vor ein paar Monaten rausgekommen ist, 2 oder sowas, kann das sein? Oder jetzt gerade auch eine PlayStation 5 oder so, wenn du das Produkt natürlich hast oder so. Aber irgendwann werden die PlayStation 5 einfach rumstehen und keiner kauft sie. Jeff Bezos von Amazon hat zunächst mit Büchern begonnen. Nach Abzug deiner Kosten sollten dir mindestens 10 Euro Gewinn übrig bleiben. Es sollte eine möglichst hohe Nachfrage nach deinem Produkt bestehen. Am besten ist dein Produkt limitiert oder selten. Ja. Sammlerobjekte eignen sich grundsätzlich gut fürs Reselling, da Sammler bereit sind, Stimmt. einen höheren Preis zu bezahlen. Alle Produkte mit emotionaler Bindung. Emotionen lassen sich immer noch am besten verkaufen. Dies können zum Beispiel Ostprodukte sein, als Erinnerung an früher. Auch andere Dinge, die Kindheitserinnerungen wecken, sind sehr beliebt. Dein Produkt sollte eine hohe Volatilität aufweisen, also starke Preisunterschiede. Nutze die Schwankungen des Preises, um damit Gewinn zu machen. Und du solltest dich auch persönlich für das Produkt interessieren. Erstelle dir eine Liste und suche Produkte, die mehrere der genannten Eigenschaften vereinen. Das könnte zum Beispiel ein Produkt sein, welches du selbst gut kennst, es hohe Preisschwankungen aufweist und bei Sammlern sehr beliebt ist. Jetzt googelst du dein Produkt, um zu sehen, wie viele Anbieter es gibt, Preise und so weiter. Diese Analyse ist sehr wichtig, damit du nachher nicht die Lust daran verlierst und dir diese große Chance, Geld zu verdienen, entgehen lässt. Wo kannst du gute Produkte zum Resellen finden? Schau auf eBay, eBay Kleinanzeigen, Quokka, Kleiderkreisel, Spock. Flohmärkte sind super interessant. Okay, das kannst du natürlich machen, was ich auch früher gemacht habe, nur lange bevor ich Flaschen gesammelt habe in Berlin. Ich war früher sehr oft auf Flohmärkten und so. Und dann bist du morgens auf dem Flohmarkt
und kaufst dann so eine Kiste mit einer Märklin-Eisenbahn. Und ich habe die dann halt, weiß ich noch, in Duisburg bei IKEA auf dem Flohmarkt habe ich die gekauft. Und die Person wollte, glaube ich, so 80 Euro haben oder so. Ich weiß es nicht. Und ich wusste, dass da so ein Metallkran drin ist von Märklin, den man so schwenken kann. Und ich wusste, dass der schon so viel wert ist. Und dass ich bei eBay so viel bekomme. Und dann habe ich sozusagen die Lok und die Schienen alle gratis. Das habe ich natürlich gemacht, sofort zugeschlagen und gekauft. Ja. Den Kran reingesetzt, die Schienen reingesetzt, die Loks und so weiter. Und perfekt. Alles einzeln verkauft. Und auf einmal 300 Euro ungefähr reicher. 70 Euro hat der Kran gebracht, das sind meine Investitionen und alles andere hatte ich gratis, konnte dann weiterverkaufen. Übrigens, was auch eine tolle Nische ist, ist Lego-Sets auseinanderzureißen und die Steine einzeln zu verkaufen. Weder dann halt, also es gibt mehrere Varianten, nagelneue Lego-Sets und nagelneue Steine, also nur nagelneue Steine zu verkaufen. Und die Figuren einzeln und so. Manchmal kosten die Figuren genauso viel, wie du das Set im Angebot bekommen hast oder so. Kein Scherz. Und die Steine hast du gratis und kannst sie einzeln verkaufen. Wirklich einzeln. So ein Stein 80 Cent, ein Stein 5 Cent und so. Die haben alle unterschiedliche Preise. Und dann hast du auf einmal das Doppelte, was da so ein Set kostet oder so, hast du an Einnahmen. Was auch gut ist, alte Sets wieder aufbauen. Das heißt, du kaufst auf dem Flohmarkt Kleinanzeigen alte Sets, machst die auseinander, reinigst die Steine und so, baust die Sets zusammen, guckst dann, wenn Steine fehlen oder so, ob du die dann halt ergänzen kannst und hast die Sets komplett mit Anleitung und verkaufst dann zum Beispiel aus den 90er, 80er Jahren oder so, so ein Set komplett. Das ist auch ein Marketingdienst. Das wäre jetzt auch Reselling. Aber auch dann halt alte Sets reinigen und alte Steine zu verkaufen und so. Es gibt viele Varianten. Auch nagelneue Sets zu kaufen, 3 Jahre wegzulegen, die sind nicht mehr am Markt zu verkaufen und so. Ich habe selbst ungefähr, ich weiß gar nicht, für 2.500 Euro Lego-Steine, also nagelneue Sets, original verpackt. Und ja, irgendwann in 2, 3 Jahren verkaufe ich die und ja, vielleicht bringen sie 3,5. Und das ist kein Scherz. Am besten gleich frühmorgens oder Restpostmärkte. Jetzt zeige ich dir 15 Ideen für lohnenswerte Reselling-Produkte. Basketball- oder Trainingsjacken und Caps. Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten. Ich glaube, diese Pokémon-Karten, das ist wieder so ein ganz eigenes Business-Modell. Und ja, er schreibt hier Modelleisenbahn. Modelleisenbahn gehen auch immer. Also alles auch an Spielzeug generell, ne? Oder so Matchbox-Autos und. Und da gibt es natürlich Sammlerdinger und alte Verpackungen und so oder Blechspielzeug. Ja, dann sind wir aber so ein bisschen, Reselling ist ja auch oft, die Leute gehen in Geschäften rein und kaufen neue Ware und verkaufen. Die gibt es auch. So ein Ausverkauf, so ein, ne? Es gibt oft so Drogeriemärkte, die dann halt renovieren und verkaufen vorher alles für 30-40% jeden Tag ein, damit sie dann nicht alles rausräumen müssen. Und wenn sie aufmachen, dann halt ein nagelneues Sortiment haben oder so. Ja. Modelleisenbahn, Lego, insbesondere Lego Star Wars. Schau dir dazu unbedingt mein Video Investieren in Lego. Ich habe das nicht, ich habe das noch nicht gesehen, das, ne, aber das ist wirklich. Ach, Rolex-Uhren. Rolex-Uhren. Ja, gutes. Also Uhren, ne, generell. Gutes Thema auch. Ist natürlich so teuer. Musst du viel investieren oder so, aber du kannst ja auch mit kleinen Uhren anfangen oder so. Casio-Uhren oder so. Und ja, kriegst du manchmal günstig und dann, ne, ein bisschen, ja, aufbereiten. Also das geht auch alles. Ich habe zum Beispiel einmal eine Modelleisenbahn gekauft auf einer Modelleisenbahnbörse. Und normalerweise auf einer Modelleisenbahnbörse sind die Tische alle und schöne Loks und alles, ja, eher so unbespielt und so zum größten Teil. Und einer hatte unten auch am Stand, hatte so eine ganze Kiste so mit Märklin-Sachen und so. Und alles stand kaputt drin, defekt. Habe ich alles gekauft. Und zu Hause habe ich die Modelleisenbahn auseinandergepackt. Ich weiß, das war so eine V200. Das kennst du bestimmt auch, diese Lok. Und habe die auseinandergeschraubt. Das ist ja auch nur manchmal 1, 2 Schräubchen oder so. Dann, und da habe ich gesehen, dass dann einfach nur das Kabel locker war zum Motor. Ich kurz gelötet, bam, auf die Schienen gestellt, hat wieder funktioniert. Ich dann hat die Lok verkauft, ja, bespielt, aber voll funktionstüchtig. Und die anderen Sachen auch alle so ein bisschen repariert. Und ja, nur so als kleiner Tipp. Es sind manchmal auch so bei Loks oder so, es ist da, wenn das Ding bespielt ist, einfach nur das Kabel los oder so. Ja, und schon kannst du Geld verdienen.
Wo an? Autoersatzteile, Autoreifen, Geldbeutel, Smartphones, Markenkleidung, Sneaker, insbesondere Nike. Sneaker auf jeden Fall. Kleiner Tipp, es ist jetzt ein bisschen zu quatschig, aber Sneaker aus Amerika holen. Ich bin ja sehr oft in New York und so und bin da auch in so ein paar Stores immer drin. Und es gibt da Modelle, die gibt es einfach nicht in Deutschland und so. Ja, die sind manchmal sehr, 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 sehr teuer. Also ich habe da alles mögliche schon gesehen für 7000 Euro Nike-Schuhe oder so. Irgendwelche Jordan, die ersten Jordan oder so, perfekt oder so. Und muss man natürlich aufpassen, ne? Kannst du jetzt nicht irgendwie so viel Geld mit verdienen, aber oder auch Spiele. Es gibt in Amerika natürlich viele Spiele, die vielleicht nicht auf dem deutschen Markt erschienen sind und. Ja, cool. Adidas und Puma, PlayStation, Xbox oder Switch-Spiele, Notebooks, digitale Produkte, auch sehr interessant, oder einfach nur Dinge, die du selbst oft nutzt und bei denen du dich selbst sehr gut auskennst. Du hast es geschafft und ein oder mehrere Produkte zum Resellen gefunden. Um erfolgreich zu sein, empfehle ich dir die folgende tägliche Reseller-Routine. Schau, wenn möglich, jeden Tag nach neuen eBay-Angeboten. Suchbegriffe wie Sammlung oder selten helfen dir, eine Nische zu entdecken. Schau dir danach geendete Angebote an. Damit kennst du die Verkaufspreise und kannst deine Preisstrategie anpassen. Mache gute Fotos von deinen Produkten. Am besten fotografierst du gleich mehrere Produkte nacheinander. Gute Fotos sind für einen guten Verkauf unabdinglich. Prüfe regelmäßig dein E-Mail-Postfach, ob jemand dein Produkt kaufen möchte oder Fragen dazu hat. Schnell sein ist auch hier entscheidend. Schreibe dir deine Verkaufstexte und Antworttexte in Bausteinen vor. So musst du diese dann nur kurz, zum Beispiel aus Word, kopieren und leicht anpassen. Gib eine etwas längere Versandzeit an, damit du nicht jeden Tag zur Post laufen musst. Jetzt zeig. Auf jeden Fall gute Tipps dabei, oder? Schreib mal in den Kommentaren. Finde ich schon cool. Also, kannst du auf jeden Fall mal loslegen, so die ersten Euros zu verdienen. Ist die Frage halt, ja, worauf du dich auch spezialisierst, worauf du Bock hast. Aber das mit den Fotos ist das Wichtigste, glaube ich. Du kannst, glaube ich, auch oft Sachen kaufen, einfach weil es einfach schlecht fotografiert wurde und so. Und umso besser die Fotos sind, umso besser der Text ist und schon bekommst du halt 20-30% mehr Geld. Zeige ich dir noch kurz drei weitere Formen oder Steigerungen vom Reselling. Möchtest du dazu mehr Infos und Beispiele? Schreib's in die Kommentare. eBay Flipping. Bist du auch schon ein Flipper? Flipping bedeutet hier, einen Gegenstand kostenlos oder günstig zu erwerben und diesen dann teurer mit Gewinn weiter zu verkaufen. Hier kannst du sogar ohne Vorleistung starten. Du holst dir einfach Dinge ab, die von anderen Personen über eBay Kleinanzeigen verschenkt werden und verkaufst diese dann auf eBay weiter. Im nächsten Schritt könntest du defekte Gegenstände kaufen, reparieren und mit Gewinn weiterverkaufen. Auch das gründliche Reinigen oder gute Fotos werten ein Produkt auf und steigern somit deinen Verkaufserlös. Eine weitere Möglichkeit ist Dropshipping. Dropshipping bedeutet, du verkaufst ein Produkt. Ja, sind wir nochmal beim anderen Thema, aber ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, ne? Eigenen Shop und so weiter. Ja, man könnte das auch über andere Plattformen machen, aber ja, das ist dann, da sind wir schon Richtung Business und du bist dann schon Richtung Unternehmertum. Ja, und das ist dann geil. Welches du selbst gar nicht besitzt, sondern erst nach Eingang der Bestellung kaufst und dieses dann direkt an den Kunden liefern lässt. Da du die Ware zu keiner Zeit zu Hause hast, musst du die Sachen auch nicht selbst verpacken, etikettieren oder versenden. Du hast das Produkt nie wirklich in der Hand, der Kunde merkt davon aber nichts. Wenn du geeignete Produkte gefunden hast, kannst du dir einen kleinen Online-Shop aufbauen und diesen bewerben, damit Kunden bei dir bestellen. Zu Beginn kannst du auch einfach auf eBay nach Schnäppchen suchen und diese dann teurer weiterverkaufen. So, Amazon FBA gibt es natürlich auch. Das ist dann aber schon wieder kostenintensiv und du solltest schon ein bisschen mehr Startkapital haben. Also, ich würde jetzt auch mal Schluss machen. Geht noch ein paar Sekunden. Amazon FBA würde ich aber jetzt da rausnehmen wegen viel Startkapital und viel Ware kaufen und so weiter. Das andere ist alles sehr, sehr cool. Cool erklärt. Mein Name ist Michael Kotzo. Ich bin der Rucksackunternehmer und ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check diese beiden Videos auch aus. Ich bin raus. Ciao.